haben wir das ja terminlich ganz geschickt gelegt, dass letzten Freitag und Samstag in Leutschenbach die SRG SSR Hack Days stattgefunden haben. Also im Hacker im Fernsehstudio. Mit offenen Daten mit des öffentlichen Radios und des öffentlichen Fernsehens. Das heißt, hier wieder ganz, ganz klar eine Frage, wie wir sie jetzt schon ein, zwei Mal hatten. Wie tragen wir diese Gedanken, wie tragen wir diese Ideen der Transparenz, der Offenheit, der Effizienz von Open Data und so weiter, wie tragen wir das in wirklich große Institutionen hinein? Dominik Born ist jemand, der genau das versucht, mit Erfolg. Dominik. Dankeschön. Also ich bin nicht die große Institution, ich bin nur ein kleiner Teil davon, ein 6500stel. Vielleicht noch zum Thema. TPC ist der technische Provider des Schweizer Fernsehens. Also wir sind die Jungs mit den schwarzen T-Shirts, die mit der Kamera, mit den Helikoptern da, also wirklich das Heavy Broadcast Business sind wir. Hat nicht viel mit Pixel zu tun, selten. Die Diskussion mit 8K und so, haben die Leute jetzt Angst, dass man wieder neue Kamera kaufen muss? Das ist unser Problem. Hauptsächlich ist aber mein Problem, ist, dass ich nicht für die Kamera angestellt wurde, sondern eigentlich eben die Pixel da reinzutragen. Und mein Hauptproblem ist, ich komme nicht an die Daten ran. Und darum haben wir ein trojanisches Pferd gesetzt, ich sage es jetzt mal so, haben diese Hackdays erfunden, damit ich selber wieder arbeiten kann. Und auch das Laptop, so, jetzt sieht es gut aus. Voilà. Und das sind die SRG Hack Days. Hannes hat es schon angetönt, kann man gucken auf Twitter unter dem Hashtag SRG Hack oder eben auf dem Blog /Hackdays. Vielleicht kurz zur Info, es gibt Hackathon und es gibt DevCons und Codefest etc. Und das einzige Problem bei uns intern war, als ich das Wort Hacker in den Mund genommen habe, haben dann alle von der IT aufgeschrien und haben gesagt, nein, die werden da unsere Firewalls töten. Musste ich dann mal zuerst die Leute zum Kaffee einladen und beruhigen und sagen, Hacker ist eigentlich ein Netzwort, kein böses Wort. Dummerweise war gerade dann das Thema, als irgendwie in Russland 1,3 Milliarden Daten geklaut wurden, musste ich dann sagen, ist nicht das Gleiche. Zum Thema selber, wie so ein Hackday aussieht, für die Leute, die da mal mitgemacht haben, es ist wenig Schlaf. Ich bin seither auch ein bisschen angeschlagen. Freitag um 10 Uhr haben wir angefangen. Hat damit angefangen, dass die Leute sich entweder zu Teams gebildet haben oder alleine. Wir haben ihnen Daten zur Verfügung gestellt, die wir vorab ihnen gemailt haben und gesagt haben, da könnt ihr damit arbeiten. Mit diesen Daten hatten sie dann Zeit zu arbeiten bis am Samstag um 2. Und dann haben sie dann ihre neuen Prototypen, sei es jetzt Web-Applikationen oder auch Smartphone-Applikationen, fertiggestellt und dann präsentiert. Und dann wieder die Community, dann alle Leute, die da im Studio 2 waren, haben dann den Gewinner prämiert. So einfach. Und es kostet nicht sehr viel Geld, also ich kann es jedem anraten, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil es gibt selten so viel Energie an einem Ort. Es waren 70 Leute, die haben sich wirklich zu Tode geschuftet. Wir haben da, weil es ja dann eben, man weiß von Google, man muss da irgendwas Cooles hinstellen, einen Ping-Pong-Tisch oder auch einen Döckeli-Kasten, haben wir gemacht, zwei Spiele wurden gespielt, anschließend sind sie gleich wieder arbeiten gegangen. Also, wenn man so Mitarbeiter hat, dann sehr gut. In unserem Fall, wir haben dann auch noch ein bisschen Merchandising rausgehauen, also wir haben dann jedem noch eine Tasse mitgegeben, weil man braucht viel Kaffee. Wir haben auch einen Supportvertrag auf der Kaffeemaschine gehabt. Wir haben gesagt, wenn die uns kaputt geht, dann seid ihr dran. Hatten wir einen Backup, also wir hatten zwei Kaffeemaschinen und sie haben gehalten. Und lustigerweise, Red Bull ist auch kein Thema mehr. Also die Leute trinken kein Red Bull mehr, wir mussten es wieder kistenweise zurückschicken. Kaffee ist das, der heiße Scheiß jetzt. Das ist der Preis, 8-Bit, weil es ist dann auch immer das Thema, die Leute kommen, arbeiten 24 Stunden in Zürich. Warum sollen sie das tun? Ein Preis sind diese 8-Bit-Pokale, die man dann auch in die Hand nehmen konnte. Haben wir selber gebastelt und sind auch auf Anklang gestoßen, also eben Rot oder beziehungsweise Bronze, Silber und Gold. Und der zweite oder beziehungsweise der Hauptpreis ist nicht zu kaufen, weil mir hat jemand mal gesagt, alle Leute, die mit Daten arbeiten, die haben genug Geld, die brauchen kein Geld.
vielleicht stimmt es ja auch nicht, aber ich habe mich da mal überzeugen lassen. Darum haben wir gesagt, also lass es etwas machen, was niemand sich leisten kann oder niemand kaufen kann, nämlich die Möglichkeit, sich selber zu teletexten. Also wir haben jetzt eine Teletext-Seite, obwohl es gibt viele Leute, die behaupten, Teletext ist total old-fashioned. Ich finde es sau cool. Und lustigerweise fanden das die Leute auch. Und man, jetzt ist es so, auf SRF Info darf man ein Jahr lang das 598 sein. Das kann man super Mama anrufen und sagen, ich bin jetzt das 598, bitteschön. Funktioniert. Bevor aber die Leute mit dem Hacken anfangen konnten, mussten wir eben die Daten besorgen. Und um diese Daten zu besorgen, bin ich da wirklich zu Pontius und Pilatus gelatscht, muss man so sagen. Auch bei einer SEG ist es halt so, wir haben vier Studios, also vier Unternehmenseinheiten, Westschweiz, Deutschschweiz, Rätoromanische Schweiz und die Italienische Schweiz. Und ein Problem ist wirklich, man muss das Fort Knox knacken. Ich habe zum Beispiel 2,5 Jahre an einer Steuerdatensatz habe ich 2,5 Jahre gebohrt, bis ich das raus hatte. Es ist ein einfaches XML, das mir sagt, wann die Sendung vorbei ist und wann die nächste kommt. Und mit dem Umstellung in HD ist das Sendezentrum bereit. Es schreibt auch dieses XML ohne Thema, nur ich bekomme es nicht raus. Sobald das im Fernsehen oder auch beim Radio das Wort senderelevant fällt, hat man keine Chance. Das ist vermutlich das Gleiche wie in den Banken mit den Daten grundsätzlich. Bei uns ist es so, sobald es senderelevant ist, ist es vorbei. 2,5 Jahre inklusive grünes Licht vom CEO haben nicht gereicht, diese Daten rauszubekommen. Ich musste diese Hackdays erfinden mit dem grünen Licht vom Generaldirektor, dass ich diese einzige XML bekomme. Sie ist jetzt da. Grundsätzlich haben wir noch andere Daten gefunden und es ist eben lustigerweise sehr einfach, wenn man dann plötzlich das grüne Licht vom obersten Chef hat, was da für Datensätze kommen. Wir haben zum Beispiel diese Program Guides, die kann man auch easy absaugen aus der Webseite, aber hier bekommt man sie offiziell. Dann haben wir ein SRG SSR Asset, das sind alle Video- und Audio-Inhalte inklusive Untertitelungen sind da drin, von der ganzen SRG, also nicht nur Deutschschweiz, sondern wirklich die ganze SRG. Dann haben wir den Web-Content von RTS, dann die Musikplattform MX3, die auch zu SRG gehört, sind alle Schweizer Songs, also Schweizer Lieder, Bands, Konzertdaten, Bilder, Videos etc. sind da auch drin. Dann DIY, das ist ein individuelles Radio-Tool, diese API, das sind alle 17 Radiostationen der SRG 1:1 nach einer API aufgeschlüsselt, das ist zum Beispiel, wenn die Nachrichten aufhören, bekomme ich eine Push-Notification oder wenn der Traffic-Announcement kommt, also dieses A1, Bern Richtung Luzern, dieses Ding oder in Richtung Le Vangeron, dann bekomme ich auch eine Push-Notification, wenn dann der Moderator fertig ist mit dem. Also bekomme ich dann auch gepusht. Kann man tolles Zeugs machen und logischerweise die Teletext-Seite, da kann man zum Beispiel auf eine Teletext-Seite ein Facebook oder ein Tweet pushen auf Teletext. Also man kann die Teletext-Website bzw. der Teletext-Engine ansprechen. Und der Programm-Trigger eben 2,5 Jahre, das ist der, haben wir dann zur Verfügung gestellt. Dann kommt der zweite Hürde, dann kommt der Rechtsdienst. Kommt dann vorbei und sagt dann so, was macht ihr da mit unseren Daten? Wir müssen da mal ein bisschen zusammensitzen und das mal ausdiskutieren. Grundsätzlich ist es so, dass man halt, wenn man mit Urheberrechten, weil wir haben ja auch mit eben Simpsons etc., das kaufen wir ein, das gehört nicht uns, leider, aber können wir halt dann nicht einfach so in die Leute rausblasen. Also das heißt, wir müssen da gewisse Standards auch interne mit dem Rechtsdienst abklären. Wollten es zuerst unter Creative Commons stellen, ging aber dem Rechtsdienst zu wenig weit, weil da der Quellenschutz nicht ganz so in seinem Sinne war. Darum kann ich eigentlich nur schnell kurz sagen, wir haben Teilnahmebedingungen gemacht. Das Wichtigste war, der Recht am Beitrag und an der Applikation bleibt beim Teilnehmer, was auch intern nicht so klar war. Da haben sie gesagt, ja, wir zahlen denen ja das Essen, das heißt, die Applikation ist an uns. War nicht so, also haben wir dann gesagt, nein, machen wir nicht, das bleibt immer und wenn uns dann was gefällt, wird dann angerufen, ganz nett und dann gucken wir mal. Das nächste ist, wir können das Gespräch suchen, also es ist nicht so, dass der gewinnt, der bekommt dann automatisch freies Haus und wir machen das Projekt damit, sondern wir können das Gespräch suchen, wenn wir weiterentwickeln wollen.
Ein ganzer kniffliger Knackpunkt war diese Non-Kommerzialität. Grundsätzlich möchten wir halt auch die Signalintegralität, also das heißt vor unseren Inhalten keine Werbung schalten dürfen etc. Wurde auch implementiert und es haben dann Leute zurückgeschrieben und haben gesagt, du wirst dann sehen, da meldet sich keine Sau. Da wird niemand kommen, weil diese Teilnahmebedingungen sind viel zu hart. Lustigerweise hatten wir über 100 Anmeldungen, 70 sind dann gekommen. Also es gibt schon Leute, die dann sagen, ich möchte einfach mal basteln, das mit dem Stutz, das kommt dann nachher. Das nächste Schritt war dann der IT sehr wichtig, wir können keinen Support garantieren. Wir geben uns ganz fest Mühe, aber wir können es nicht garantieren, musste auch noch mit rein. Und dass man die Schnittstellen, wenn jetzt jemand dann davor galoppiert, dann können wir das abschalten. Haben wir auch noch reingenommen. Man kann auch die Teilnahmebedingungen, die ist nicht unter Creative Commons, die kann man einfach kopieren, wenn jemand das möchte, ist unter srg.ssr.ca/hackdays Teilnahmebedingungen nehmen, wenn Sie selber was machen möchten. Ja, dann, wie es für Fernsehen gehört, noch ein kleines Video, was die SRG Hackdays in 3 Minuten, um was es da geht, ein kleines Imagefilmchen. SSR Hack Days, we collect a lot of APIs, we provide the hackers in advance. After 2 minute presentation, the hackers collect teams to work together on an idea. So they build new products, new prototypes, and afterwards they dive directly into the work for the next 24 hours. Das sind wirklich tolle Sachen und die Möglichkeit, etwas Spannendes zusammen in einer kollegialen Atmosphäre bauen. Wir bekommen wunderbare Daten, die wir damit arbeiten dürfen, super tolles Essen. Und die Atmosphäre im Raum ist toll, man hilft einander gegenseitig, auch wenn man einander bis gestern vielleicht noch nicht einmal kennt. Sagen, das Bier ist nicht so geflossen, wie es hier gezeigt hat. Also das, wir haben auch da wieder viel zurückgeschickt. Also wirklich Kaffee ist das Ding. Gut, noch schnell zum Gewinnerprojekt. Ich möchte einfach nur zeigen, es lohnt sich wirklich. Es macht nicht nur Spaß, sondern man hat auch wirklich am Schluss ein Tool in den Händen, das man auch später gebrauchen kann. Also das läuft zurzeit, also es läuft immer noch. Und hier gibt es, ist eine Volltextsuche. Ich kann in allen Inhalten, die untertitelt wurden, konnte ich Volltextsuchen machen. Das heißt, zum Thema Hacker kann ich einfach einklicken und dann springt das Video automatisch da, wo die... Aller Zeiten. Russische Hacker haben 1,2 Milliarden Benutzernamen. Das heißt, die ganze Google-Search-Geschichte auf Video ist mit einem Schlag gelöst. Das heißt, ich verknüpfe einfach die Untertitelung mit dem Live-Video und kann dann direkt suchen und springe dann direkt drauf. Also man kann es immer noch ausprobieren. Der Link ist auch auf dem Blog ersichtlich. Funktioniert auch mit anderen Namen und das sind die Gewinner. Verteletext.
Man kann sie eben auch sehen auf SRF Info 598. Sind sie jetzt da, live und online verfügbar. Und das Spannende daran ist, die beiden haben sich gar nicht gekannt. Das heißt, sie haben sich erst an der Hackdays kennengelernt, haben zusammen ein Projekt gemacht. Und das Schönste, was natürlich der SRG-Gedanke ist, der eine kommt aus der Deutschschweiz, der andere aus der Westschweiz. Aha. Aber sie haben Englisch gequatscht, ein bisschen, ja. Also, ja, und ich kann eigentlich nur jedem, ich meine, ist ja logisch, sonst wäre ich ja nicht hier, kann ich wirklich sagen, macht es auch. Also, und wenn Sie es gerne auch machen möchten, so einen Hackday zu organisieren, es muss nicht unbedingt ein Fernsehstudio sein, es kann irgendwo sein, es braucht nur Kaffee. Und wenn Sie Fragen haben, ich stehe gerne bereit. Dankeschön. Großartig. Danke. Großartig. Es fragen alle das Gleiche auf Twitter. Ich denke, du kannst dir vorstellen, was? Nein. Nein? Warum Roger Delbecq da war? Nein, das... Aha. Nicht wegen dem Kaffee. Nein, auch nicht wegen dem Kaffee. Sondern wie ist das denn jetzt genau mit den Daten? Ah. Weil ich glaube, man muss ja da vor Ort sein. Um an die Daten zu kommen, jetzt so spontan hier und heute und jetzt, komme ich nicht zu den Daten, außer vielleicht über dich, weil du jetzt da bist. Das auch. Wie sieht denn das jetzt genau aus? Ist das Open Data? Gibt es da jetzt irgendwie, kann ich auf data.srgssr.ch und dann sind dann all die Daten oder wie läuft denn jetzt das? Ja, die Bestellung für die URL ist draußen, also das geht noch ein Zeitchen, bis das dann läuft. Was aber schon geht, ist zum Beispiel die DIY-API, die steht, die wird auch weiterhin stehen bleiben. Also man kann mit Radios, mit diesen 17 Radiostationen kann man was machen. Ich weiß auch, dass die MX3-API, die stehen bleibt, also man kann mit den Leuten da direkt quatschen, um da das Musikportal anzusprechen. Das mit der SRG-Asset, da kann man auch, das ist einfach nicht so einfach, weil bei uns intern noch niemand genau weiß, wer jetzt dazu zuständig ist. Das heißt, das ist der nächste Schritt. Aber die Medieninhalte, Radio- und Fernsehinhalte möchten wir schon auch öffnen. Nur für das braucht es zuerst den Hackday, um jetzt den nächsten Schritt zu machen, um diese Daten dann weiterhin zur Verfügung zu stellen. Wow. Sehr schön. Okay. Und du bist noch eine Weile da, wenn man vielleicht eine Abkürzung da suchen würde. Ja. Sehr schön. Also, herzlichen Dank, Dominik Born. Dankeschön.